So, ihr Lieben, heute bin ich für euch in der Kanzlei von Johannes Menke, heute mit ein paar interessanten Themen. Ihr hattet doch einen Antrag im Juli, der zur Anschaffung von Luftfiltern führen sollte. Was genau beinhaltet der, was genau soll da passieren? Ja, Virginia, die Stadtratssitzung im Juli war insofern ganz interessant, als wir gedacht haben, einen Prüfauftrag an die Verwaltung, Luftfilter für Schulen anzuschaffen, da kann eigentlich niemand Nein sagen. Es war dann allerdings so, dass in der Stadtratssitzung ein Unentschieden als Abstimmergebnis rausgekommen ist und das zählt dann als Nein, sodass die Stadtverwaltung nicht den Prüfauftrag bekommen hat, ob wir Luftfilter anschaffen in den Schulen oder nicht. Unser Ziel dabei war, dass wir den Präsenzunterricht aufrechterhalten wollten und wollten die Gesundheit der Kinder schützen, was wir für besonders wichtig gehalten haben. Andreas, ich hätte eine Frage. Warum sind die Luftfilter in den Augen von der Fraktion Hauptsache Halle und Freien Wählern so wichtig? Wie siehst du das genau? Ja, Virginia, vielen Dank erstmal für die Frage. Und ich denke, diese Frage beschäftigt nicht nur mich oder uns hier heute, sondern ich denke viele Eltern. Wir sind nun durch gut anderthalb Jahre Unterricht gegangen, der nicht der Unterricht war, den wir vorher kannten. Also das heißt, wir haben eine Mischung gehabt, Präsenzunterricht, wir haben eine Mischung gehabt, Homeoffice, Homeschooling und so weiter und haben festgestellt, dass viele Kinder doch erhebliche Defizite hatten. Und um das nicht wieder zurückzufahren, sind die Luftfilter eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Denn auch die Empfehlung, die ja teilweise aus der Politik kam, wir lüften im Winter, wir lüften bei Minusgraden. Oder ich glaube, es gab auch mal eine Anmerkung, man könnte sich einen Schal und eine Mütze und eine dicke Jacke anziehen und vielleicht ab und zu mal ein paar Kniebeugen machen. Das ist ja keine Lösung. Kinder, die im Durchzug sitzen, Lehrer, die im Durchzug unterrichten, werden wahrscheinlich nicht lange das tun. Und letzten Endes müssen unsere Kinder viel Stoff nachholen und müssen sich nicht wieder mit neuen Komplikationen beschäftigen. Und da wären die Luftfilter genau die Lösung, die momentan zielführend wäre. So, Johannes, ich habe gesehen, als ich vorhin in die Kanzlei kam, dass ihr hier auch einen Luftfilter stehen habt. Stand der schon immer hier oder warum hast du dir einen angeschafft? Ja, also für das Thema Luftfilter habe ich mich schon im letzten Jahr, 2020, interessiert, als ich festgestellt habe, dass es Luftfilteranlagen geben soll, die die Virenlast in Räumen deutlich senken können. Und ich habe dann angefangen, einfach mal bei Google zu gucken, was gibt es denn da für Luftfilteranlagen und bin dann auch auf den Luftfiltertyp gestoßen, den ich hier gekauft habe. Der Luftfilter, der hier im Raum steht, der schafft es, die Raumluft in einer Stunde dreimal umzuwälzen, hat ganz hochfeine Filter, die auch in der Lage sind, Viren aus der Luft zu filtern, neben anderen Dingen wie Gerüchen, Stäuben, Pollen und Ähnlichem. Und ich habe die mir angeschafft, weil ich mir gedacht habe, das ist wichtig für die Gesundheit der Mitarbeiter und auch der Mandanten, die hier in die Kanzlei kommen. Während des Lockdowns, wir waren ja ein Berufszweig als Rechtsanwälte, die systemrelevant waren. Das heißt, wir hatten keine Schließungszeiten, wir durften hier weiterarbeiten. Und ich habe dann in der Zwischenzeit festgestellt, dass diese Luftfilteranlagen auch bei Gerichten eingesetzt werden. Ich war also in diesem Jahr beim Amtsgericht Bitterfeld, dort stand genau der gleiche Luftfilter. Beim Amtsgericht Merseburg, dort stand ein ähnlicher Luftfilter. Und deswegen lag es natürlich nahe, auch zu überlegen, warum man solche Luftfilter nicht in Kindertagesstätten und in Schulen einsetzen sollte. Andreas, ich habe gehört, es sollen Luftfilter für Schulen und Kitas angeschafft werden. Was kannst du da genau sagen? Ist das in Halle auch der Fall? Ja, Virginia, es gibt ein Förderprogramm des Bundes und des Landes. Das Land hat auf das Bundesförderprogramm nochmal ein zusätzliches Förderprogramm aufgesattelt, weil sie merkten, dass die Berufsschulen völlig vergessen waren. Das sind die, die über 18 sind und für die das Bundesförderprogramm, das trifft nämlich nur auf Schüler bis 12 Jahre, also Grundschulen geht das zu, gar nicht greifen würde. Und jetzt hat die Stadt Folgendes gemacht. Sie hat sich die Schulen, die Kitas angeschaut und hat festgestellt, dass wir ja in fast allen Schulen und Kitas querlüften können. Dieses Querlüften ist aber manchmal abenteuerlich. Also das heißt physikalisch, technisch, strömungsrichtig, das zu verstehen, also fällt mir besonders schwer. Und man stelle es sich bildlich vor, ein Raum, der nur eine Seite Fenster hat, muss quer gelüftet werden. Das wäre die Tür. Die Tür führt zu einem Nachbarraum, der wiederum Fenster hat. Jetzt lüften wir über Flure oder über andere Umwege und das funktioniert nicht wirklich. Aber nur das würde derzeit der Bund fördern. Deshalb haben wir jetzt ein großes Problem und müssen wirklich die Entscheidung treffen. Wollen wir auch bei Räumen, wo es so oder so gesehen werden kann, dann wirklich auch diese Luftfilter anschaffen, um einfach den Kindern und auch den Lehrern das Lernen zu erleichtern. So, ich habe jetzt noch eine Frage an euch beide.
Was sollte aus der Sicht der Fraktion nun geschehen? Was soll jetzt noch passieren? Ja, Virginia, genau die richtige Frage. Die dürfen wir jetzt aber nicht auf die lange Bank schieben, denn wir wollen, und das hat man ja mehrfach deutlich gemacht, den Präsenzunterricht unbedingt aufrechterhalten. Und dieses Querlüften, was nicht funktioniert, das klappt natürlich nicht. Deshalb müssen wir jetzt Mittel und Wege finden, um diese Luftfilter wirklich im Sinne unserer Kinder, auch die Eltern brauchen diese Luftfilter, denn die müssen arbeiten gehen und können nicht wieder in Homeoffice, Homeschooling gehen. Um das aufrechtzuerhalten, müssen wir jetzt tätig werden. Und zwar das ohne Verzug. Um hier auch für mich persönlich zu sprechen, ich bin ja nicht nur Stadtrat, sondern auch noch Vater von 2 schulpflichtigen Kindern hier in Halle. Ich meine, wenn es wirklich so ist, dass die Förderprogramme für Luftfilteranlagen von der Bundesrepublik und von der Landesregierung hier nicht greifen in Halle, dann sollten wir einfach von der Stadtkasse selber sagen, wir gehen hier in die Verantwortung, wir geben für viele Dinge Geld aus, die weitaus weniger wichtig sind als die Gesundheit unserer Kinder. Und wir können uns das überhaupt nicht leisten, jetzt einen neuen Lockdown zu riskieren und die Kinder verlieren wieder den Präsenzunterricht. Und da meine ich, da müssen wir einfach als Stadt in die Verantwortung gehen und sagen, wir schaffen jetzt die Luftfilteranlagen für die Schulen an im Interesse der Gesundheit unserer Kinder. Ich bedanke mich dann recht herzlich für die ganzen Informationen und bin gespannt auf die nächsten Themen. So, ihr Lieben, falls ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut auf der Webseite vorbei, auf Facebook oder Instagram. Da könnt ihr jederzeit alles nachverfolgen, was es so Neues gibt. Bis bald!